Wir sind irgendwas morgen? Nein. Okay. Dann wäre jetzt Benjamin dran. Ja, dann zieht Benjamin sich jetzt erstmal wieder die Hose an. Und wenn er weiß, dass hier irgendwas ist, es hieß aus Westen. Ich würde also einmal erst selber schauen, lauschen, ob ich irgendwas höre. Dann bitte Perception-Check. Gift, halt ihn mir, kriege ich Vorteil. Naja, sagen wir so, ich weiß nicht, wenn man jemandem beim Zuhören helfen soll. Dann wäre das eine 18. Du kannst dir die Geräusche, die dir beschrieben werden, tatsächlich nicht ausmachen. Dann würde ich einmal vorsichtig einen kurzen Morgenjog, nicht allzu laut, so ein bisschen stiller, einen schleichenden Morgenjog quasi. Wie auch immer das funktionieren mag, so ein bisschen in die Richtung, nicht zu weit, nicht so weit, dass ich, also nur gerade so weit, dass ich das Lager immer noch im Auge behalten kann und einfach mal so ein bisschen in Richtung Westen joggen und schauen, Okay. ob ich irgendwas bemerke dabei. Okay, dann, okay, du joggst ein bisschen, joggst leise und begibst dich in diese Richtung, die dir beschrieben worden ist. Beziehungsweise ich kletter hoch und versuche leise durchs Geäst so ein bisschen durchzuklettern. Das trainiert und ist leichter schleichend möglich als zu joggen. Okay, dann testen wir mal Athletics-Check geben. Wie das Ganze ausschaut. 20. Ja gut, also du kommst relativ easy auf die Bäume rauf und krackelst so Tarzan-Style durch die Bäume. Ich wollte ja gerade sagen, wieso habe ich gerade so Tarzan-Vibes? Lianen sind ja da, auf jeden Fall. Nee, eben nicht. Es sind ja Ja, nur Weinreben Weinreben, da. ja. Naja, das ist halt dann so Store-Brand-Tarzan, ne? Du begibst dich ein bisschen in die Richtung, siehst Bäume, sehr viele Bäume, siehst Bäume. Notiere Nichts jetzt, ich Großartiges. verstehe. Ich kletter wieder zurück. Und halt dann weiter die letzten 2 Stunden. Mit halt ihn wacht. Okay. Dann darfst du mir noch mal einen letzten Perception-Check geben. 15. Du hörst nur so ganz leise, meinst du, diese Geräusche, die beschrieben worden sind, zu hören? Allerdings sind die dann sehr schnell auch außer Reichweite. Ja, du meinst nur für so kurz ein, zwei Sekunden zu hören, aber könnte auch deine Einbildung gewesen sein. So, und dann damit wären wir dann frühmorgens. Das Feuer ist mittlerweile abgebrannt. Ihr habt sehr lange Rast hinter euch. What you gonna do? Also aus euren Gesprächen mit Haldin könnt ihr ungefähr ableiten, dass das Dorf ungefähr in 3 bis 4 Stunden zu erreichen ist. Dann sollten wir uns auf den Weg machen dorthin. Ja. Benjamin wird mal schauen, ob er mit den mit den Weinreben und Blättern und Ästen und sowas, die er hier findet, versuchen könnte, eine in Anführungszeichen Verkleidung zu basteln, dass er so ein bisschen als Semi als Elf durchgehen könnte. Also irgendwie einfach sowas, das die Ohren bedeckt, so ein Stirnband oder sowas, das die Ohren bedeckt. Dass er Das nicht, wollte dass ich. zumindest nicht auffällt, dass er ein Mensch ist. Okay, das Problem ist, Albrecht hat die Lian, beziehungsweise die Weinreben schon recht gut abgefahren. Ich bräuchte nochmal einen Kann ja die separaten Nature-Check. durchgerissen, die Teile der zerrissenen Einreben nutzen. Ja, gut, genau. Aber das wollte ich sowieso nochmal machen. Also nachher Pi will auch mal nochmal gucken, ob er frische Weinreben findet, weil er will gucken, ob er irgendwie eine Art Schlitten hinkriegt, wo man dann Glied draufpacken kann und die so ein bisschen leichter hinterherziehen kann. Also ich sag das schon jetzt, wenn du so einen Schlitten bauen willst oder so ein Gestell, das dauert.
Ich nehme Klee einfach in den Ar auf den Arm. Direkt mit. Das okay. Ist für ihn kein Problem. Dann darf mir Benjamin mal, wenn er die mit den kaputten Weinreben was machen will, darf er mir mal einen Dexterity-Check geben. Das war ja auch wieder 3. Darf ich meinen Checks Trainingsbonus für Dings Verkleidungssets mit nutzen? Hast du den? Den hab ich. Bin da durch trainiert durch meine Herkunft. Ja, dann schon. Ja, dann freilich. Ich hatte das ja mal schon gehabt. Ja, den Text, ja. Den ich dir Anfang oder so der Woche geschickt hatte. Ah, anyway. Mhm. Dann. Okay, also. Ich habe eine 2 gewürfelt. Dazu kommen plus 2 Geschicklichkeit für insgesamt 4. Und durch die Feuer-Riesen-Rune habe ich Expertise mit allen Werkzeugen, mit denen ich trainiert bin. Das heißt, es kommt nochmal 6 drauf. Ich bin also bei 10. Also, Benjamin macht sich an sich ein recht fransig aussehendes Stirnband, mit dem er versucht, sich die Ohren zu bedecken. Das, jetzt schaut er halt mehr aus wie so eine billige Version von Metal Gear Solid. 11 Callum für alle, die Dragon Pins gesehen haben. All my best friends are trees. Auf gut Deutsch, das schaut noch nix, ich wollte jetzt sagen, nichts halber und nichts ganzen. Das schaut jetzt einmal noch was halber aus. Das schaut einfach scheiße aus. Ich wende mich, halt ihn zu. Trees to meet you. Halt ihn, legt so einen Kopf schief. Und flüstert so leicht in sein nicht vorhandenen Bart. Wir hätten ihn in den Spinnennetzen lassen sollen. Also, mir wird er immer sympathischer, der passt perfekt in unsere Gruppe rein. Passt hervorragend. Okay. Oh. Aran ist mal auch so ein bisschen zweifelndes Gesicht so. Wir haben jetzt aktuell wirklich die Situation Monty Python, das Westeros. Leck mich am Arsch. Also, Alvaro, ich guck so von Aranis zu Haldin und dann zu Benjamin und denkt sich, ja, also wenn du so etwa 30, 40, 50 Kilo Muskeln verlierst, dann könnte das so ungefähr in die richtige Richtung gehen. Ja. Kommt nicht in Frage. Dann guck vielleicht, dass du vielleicht so 30 bis 50 Meter Abstand zu allen anderen Elfen hältst. Oh. Sicher, das scheint nicht ganz zu funktionieren. Er nimmt's wieder ab und... Ja, wir müssen uns wohl bedeckt halten. Wir beide fallen zu stark auf. Ich glaube, das gilt für uns drei. Also Aranis Narapir fängt so ein bisschen an zu philosophieren. Vielleicht einen blauen Halbling hat, vor allem ein kleinerer, ich bin ja nochmal richtig klein, vielleicht könnte ich mich als Geist des Waldes ausgeben. Und dann? Der blaue Klabauter. Ich mag die Idee. Und dann. Also Haldin. So in die Richtung Yokai. Also Haldin schaut Aranis so von oben bis unten an. Also, wenn du deinen rechten Oberarm bedeckt hältst, könntest du tatsächlich durchgehen. Mhm. Also. Bis du dein Tattoo bekommen musst. Kann ich mir irgendwie so eine Verband irgendwas oder verbandmäßig was drumschlingen, falls einer fragt, habe ich mich halt zufälligerweise gerade da verletzt und deswegen Verband drum. Falls es einer. Ist ein Verband dabei? Nö, ich könnte halt mal gucken, ob ich halt irgendwo ein Stück Kleidung. Die Verbände um ihre Arme drumherum, die man trägt. Die Schuppen zu verdecken. Hm. Ja, aber das wäre ja schon asozial, da die jetzt einfach im betäubten Zustand, sag ich mal so, auszurauben. Das sind nur ein paar und Verbände. Und zu entblößen. Oh mein Gott, ein entblößtes halt irgendwie, Schienbein. Ja, sonst würde ich mir halt irgendwie was zusammensuchen. Ja, wir können es eigentlich so aus ein paar größeren Blättern und so ein bisschen was Ja, genau. So ein Naturverband. Wohin? Ja, das wirkt dann sogar glaubwürdiger, dass du irgendwas einfach zusammengebastelt hast, was du gerade da hattest. Genau. Okay. Ja, Aranis, dann dürfest mir mal einen
Ja, das entscheiden Survival oder Nature. Ja, dann Survival, weil höhere Fähigkeit. Damit es so Heilpflanzen zusammensammelt, dass das Ganze ja glaubwürdig ausschaut. Gut, das wären 28. Ja, also, du schlägst dich kurz ins Gebüsch und kommst so nach, ja, so einer halben Stunde wieder mit dem Arm voll mit ein paar verschiedenen Heilpflanzen. Kannst damit einen ziemlich glaubwürdigen Verband draus basteln. Cool. Wie viel willst du denn von deinem Oberarm bedecken? Beziehungsweise was willst du alles bedecken? Wie groß ist denn das Tattoo? Also, bedeckt von Trizeps bis ungefähr 3 Finger breit über Ellenbogen. Mhm. Ja, dann würde ich, glaube ich, den kompletten Oberarm, weil das ist nicht, wenn quasi nur die der Teil des Tattoos verdeckt ist, ist es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen auffällig, von daher, dass es halt noch ein bisschen drüber geht. Mhm. Also halt nur so, Arm. Also den kompletten Oberarm soweit, als, ja, dass man halt, als hätte ich halt irgendwie einen Hieb oder irgendwas abbekommen. Mhm. Nirgendwas? Ich weiß nicht, ich frag mal bei Haldim nochmal nach, ob er noch irgendeine Idee hat, wie man das Ganze glaubwürdiger machen könnte. Ansonsten würde ich dann so losziehen. Vielleicht nicht nur gerade auf dem Arm, einfach nur irgendwo am Bein vielleicht noch ein bisschen. Ach so, ja, genau. Aber sonst, ja. Gut. Sonst sieht das Ganze schon recht glaubwürdig aus. Okay. Dann würde ich mir noch was ums Bein schlingen. Benjamin knackt einmal kurz mit den Fingern. Ich könnte noch ein blaues Auge verpassen, dass das nicht glaubhafter aussieht. Dem bin ich dann doch ausgewichen. Ist Aranis nicht in eine offene Schranktür gerannt? Genau. Also, dieses Dorf, wo wir jetzt sind, das ist nicht das Dorf, wo die Mithra-Schmiede steht, ne? Das ist noch anders. Ach, das ist. Nee. Das kommt. Ich habe gesagt, wir sind jetzt so weit weg. Ja, dann brauchen wir. Dann brauchen wir was zum Schmieden, dann brauchen wir Metall. Rohmaterialien. Naja, sagen wir mal so. Das große Problem ist eher die Anwohner. Wo eine Schmiede ist auch Material. Ja, das eher das Problem sind die Anwohner dort. So, du meinst, weil die Schmiede eventuell lange nicht in Betrieb war. Was jetzt auffällt, wenn da Rauch und Gehämmer rauskommen. Ja, oder wenn da Leute wohnen, wenn dann plötzlich hier ein Zwerg und ein blauer Schlumpf da stehen. Deswegen würde ich fast schon empfehlen, also das sagt Haldin jetzt fürs Person. Würde ich vorstellen, empfehlen, dass Aranis und ich reingehen, ihr euch bedeckt haltet und wir für euch besorgen, was ihr braucht. Weil ich meine, die Schmiede ist ja auch in Betrieb. Ihr könnt ja einfach sagen, was ihr wollt. Und wir holen, besorgen es uns euch dann. Ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt out of character, habt ihr 25 Gold plus das, was Benjamin dabei hat. Ja, da kriegen wir 5 Gold und 5 Silber bei sich. Also habt ihr insgesamt 30 Gold. Na schön. Also gekauft kriegen wir damit nichts. Nichts, wenn es irgendwie vernünftige Qualität haben soll. Vielleicht ein paar Vorräte, aber sonst auch nichts. An Metallwaffen oder Rüstungen ist nicht zu denken. Mit dem paar Kulten haben. Es ist eher die Slug und. Also das Einzige, was ich eventuell brauchen könnte, wäre ein neues Diebesset, ein Tattoo-Werkzeuge und vielleicht ein Rasierset, wenn man das. Also ich sag's für bloß. Aber. Also Waffen haben wir nicht so teuer, ne? Ja, es geht aber, glaube ich, eher auch um Rüstung. Ja. Mir geht's halt vor allem um eine Rüstung. Ja, und Rüstungen sind teuer. Rüstung sind richtig teuer. So. Aber selbst wenn ich selber schmieden würde, bräuchte ich ein paar Tage wahrscheinlich dafür. Nicht sogar eine Woche oder noch. Und Materialien ganz zu schweigen.
Wobei, ihr habt 40 Gold, ihr habt 35 Gold gegeben, plus das, was Benjamin hat. Ihr habt 40 Gold. Macht das Kraut nicht so fett, aber jetzt ein bisschen hilft, ne? Ja gut, wenn der Rüstung nicht geht, dann brauche ich auf jeden Fall ein Schild. Einen richtigen Schild. Ein Schild kriegen wir gekauft. Ja, ich bräuchte auf jeden Fall wieder einen Bogen und Pfeile. Ja, und dann dürft ihr jetzt einmal ein bisschen, und jetzt dürft euch jetzt einmal ein bisschen beraten, was haben wollt, und ein bisschen rechnen, was für eure Kröten kriegt. Ihr könnt ihr einfach mal so in den Raum schmeißen, was ihr auf jeden Fall braucht. Ansonsten sagt jeder Söldner, der irgendwas auf sich hält, im Feindesland, wenn du alleine im Feindesland sitzt, musst du dann manchmal auch plündern. Ja. Werkzeuge hatte ich mir als Painter Supply aufgeschrieben. Gold, wenn ihr die besorgt, könnte ich Aranis, das Tattoo, versuchen zu verpassen. Mhm. Also das Ding, das mir Tattoo berät, wie es aussehen soll. Das Tattoo ist eigentlich schon, ist ihm schon versprochen worden durch Holden. Mhm. Er hat dann noch einen Bekannten, der ihm gefallen schuldig ist. Aber ja. Ihr könnt es natürlich auch selber versuchen, wenn es wollt. Also ich guck mal so ein bisschen so mal gerade so rumrechnen. Was würde das wäre dann ein. Also Diebeswerkzeuge wären nicht schlecht, aber das kostet halt wieder 25 Gold, das heißt, das kann man hinten anstellen. Aranis bräuchte einen Longbow, ja? Ja, Longbow und Pfeile. Und ich meine, Lederrüstung ist glaube ich jetzt auch nicht so teuer, oder? Ich sag mal so, ein Longbow, der kostet allein schon 50 Gold. Shortbow wäre drin. Ja. Mein Bogen ist Bogen. Ja. So viel Unterschied macht das nicht zwischen Shortbow und Longbow. Ja, das eine hat halt ein 1D8 und das andere hat halt nur 1D6. Ja, und große Unterschied ist die Reichweite. Ja, Reichweite ist ein großer Unterschied. Er hat Sniper, beziehungsweise Sharpshooter, dabei er mit Reichweite nicht so schlimm. Und selbst ein Langbogen hat er dann auch nicht mehr Reichweite. Also selbst ein Shortbow kostet auch 25 Gold, das frisst er auch wieder raufweise. Ja. Und dann haben wir noch keine Zelte, keine Rationen, kein gar nichts. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, so ein Köcher Pfeil, das ist ein Gold, das ist geschenkt. Ja. Ein Rucksack zumindest, das wäre auch ganz praktisch, zumindest eins zu haben, der kostet. Wir haben zwei Rucksäcke. Stimmt, Rucksack brauchen wir nicht. Ich würde vielleicht gerne eine richtige, ordentliche Flöte haben. Okay. Da stellt er mir aber gerade, das suche ich gerade einen Preis. Ich habe ja nämlich gerade nur meine Makeshift, die ich mir kurz selber zusammengeschnitzt habe. Mhm. Ich suche gerade nach. Eine Flöte, die kostet. Zwei Gold. Nee, ist die bei Equipment oder wo? Wo ist denn die? Ich finde die nämlich nicht. Ich hab die jetzt einfach bei in Google eingeben. Achso, 2GB Flöte. Genau. Was bräuchten wir sonst noch so? Adventuring Gear mäßig. Wir brauchen Zelte, wir brauchen Rationen. Wobei wir brauchen vielleicht nicht so viele Rationen, aber ein paar sollten wir haben. Mhm. Weil wir können ja jagen und sammeln. Wir haben ja zwei erfahrene Waldläufer dabei. Vergesst eure Rationen ja das vor die Dingen habt, vor die Basilisken. Genau, auf jeden Fall trotzdem Flair und ein Waterskin wäre auch vielleicht nicht schlecht. Da kostet einer, kostet zwei Silber. Was paar haben wir auch noch? Haben wir aus den Basilisken, glaube ich, geschnitten. Ja. Haben uns Wasserschläuche gemacht. Genau, gut. was wir aber vielleicht brauchen. Seil. Also wenn ihr Vorräte kauft, kauft mich bitte vegetarische. Gut, ein Seil 50 Fuß kostet ein Gold. Ein Seil, so. Ich weiß nicht, wie wir jetzt geschlafen haben, aber Schafsäcke wären sonst noch gut. Wie war die Nacht? War die angenehm von Temperaturen? Also es war trocken, es war relativ warm. Ich meine, es ist ja doch mittlerweile schon Mai. Ja, eine Bedroll. Also sagen wir mal so, es ist jetzt nicht der pure Luxus, aber zur Not geht's. Man kann es verkraften. Also ich würde auf eine Dings sogar verzichten. Also bin ja eh im Wald einigermaßen zufrieden. Ich rechne mal kurz zusammen. Wie viele Leute sind wir jetzt? Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ja. Glaube ich. Mehr, ja, 7. 8, oder? 7. Ihr seid 5 Spieler plus die 2 anderen, ja, genau.
Genau, Nee, Schmarrn, tatsächlich 8. Ja, wenn du Glee halt noch mitrechnest. Also, ja. Glee braucht keine Battle Roll. dann wären es 7 Gold, die wir dafür ausgeben müssten, wenn jeder eine Battle Roll haben sollte. Ein Schlafsack. Fällt mir gerade ein, Abroglie, wie sieht denn das aus? Muss die irgendwie versorgt werden, also nahrungsmäßig oder so? Oder? Ich muss das tatsächlich mal kurz nachschauen. Ja. Redet ihr dabei? Ich schau dabei. So, dann gut, Zelte scheinen wir jetzt bisher nicht unbedingt, scheinen wir bisher ohne durchzukommen. Mhm. Ansonsten Stöcke und hier und ansonsten vielleicht einfach nur Zelt planen. Weil die gute Glee braucht immer noch Versorgung. Sie ist zwar incapacitated, aber sie hat immer noch die standardmäßigen Bedürfnisse jeder lebenden Kreatur. Okay. Außer Schlaf. Also hat's mehr als genug gestanden. Von. Richtig. Ja, gut. Was haben wir hier? Eine Tagesration sind 5 Silber, theoretisch. Das, glaube ich, brauchen wir tatsächlich nicht. Oder nicht so viel, weil zum einen haben wir noch welche. Zum anderen haben wir, wie gesagt, 2 gute Waldläufe. Ich wollte es mal in meiner Dinge aufschreiben. Ich wollte es auf jeden Fall aufschreiben. Ein Schild kostet 10 Gold. 10? Ja, deswegen. Ich habe halt auch ein Makeshift-Shield bisher. Mhm. Mehr oder weniger. Oh. Ja, das andere ist alles ein bisschen arg teuer. Habt ihr vielleicht irgendwas, also Haldin sagt euch, habt ihr vielleicht irgendwas, was man verkaufen könnte? Kurzschwert. Ja, die Rabenfigur, die würde ich vielleicht eher aufheben. Das könnte noch nützlich werden. Ich hab ne Idee. Auf ein Eldritt. Nein. Was denkt der für ein Digger? Ja. Das. Wollt ihr nicht Chaos verursachen? Waffentechnisch brauchen wir da irgendwas? Also wie gesagt, ich hätte gern Bogen und Pfeile, dass ich mich wieder ein bisschen Schaden machen kann. Im Moment hast du Schleuder, ne? Schleuder und Kurzschwert, ja. Ich sag mal so, ein Kurzbogen und ein Set Pfeile wären 26 Gold zusammen. Das heißt, wäre die, ja, über die Hälfte schon weg. Wenn wir dann noch ein Schild dazu rechnen, wären wir bei 36. Das haben wir nicht. Doch, ich hab's 40. Ja? Hm. Ich hab's 40. Ja, noch plus Ration. Genau, haben wir 36. Ich rechne jetzt erstmal, was wir jetzt haben wollten. Wir wollten einen ordentlichen Bogen, einmal Pfeile. Und ein Schild. Sind wir bei 36. Theoretisch, wenn wir Seil haben wollen, sind wir bei 37. Dann hätten wir noch 3 Gold übrig. Optional, ich hätte halt gerne meine Flöte, das wären halt 2 Gold. Mhm. Dann wären wir schon bei 39. Dann hätten wir noch 1 Gold übrig. Ich könnte das Kurzschwert noch verkaufen, weil das brauche ich jetzt. Also würde ich dann, wenn ich einen Bogen habe, nicht mehr brauchen. Genau, dann würden wir nochmal 5 Gold kriegen. Ihr verkauft es, wenn ihr zum Einkaufspreis, ne? Ja, ich habe Hälfte gerechnet. Ich habe Hälfte gerechnet. Halber Verkaufspreis. Moment. So habe ich gerechnet. Halber Einkaufspreis. Ja, ich schau gerade, wer die ist. Das Buch sagt in der Regel ja, Hälfte, Half-Kost. Wobei gebrauchte Dinge eventuell auch noch weniger wert sein können. Ich sag jetzt einmal ja, macht's Hälfte. Das passt. Und da würden wir nochmal 5 Gold kriegen. Dann hätten wir jetzt noch 6 Gold übrig. Ja, das reicht nicht für die Bedrolls. Dafür bräuchten wir nämlich 7. Falls wir die haben wollen. Und dann haben wir aber auch nicht mehr Ration oder irgendwas in die Richtung mehr übrig. Wie gesagt, zum einen haben wir noch Rationen übrig, zum anderen haben wir 2 Waldläufer, die alles finden. Genau. Mhm. Genau, Hauptsache irgendwie
Waffenrüstung, so ein bisschen Seil. Für mich eine Flöte. Sagen wir so, wenn noch irgendwas wäre, beziehungsweise wenn wir nächstes Mal wieder in Foundry sind und ihr seht was, was ihr vielleicht hättet noch verkaufen wollen und dafür was kaufen und dafür was kaufen wollen, guck mal, das dann nur in der zurückrechnen und sagen, okay, ja, das haben wir, hab's dann so gemacht. Ja. Ich sag mal so, ein 2-Personen-Zelt würde 2 Gold kosten jeweils. Das, also Zelt können wir eigentlich eher. Es ist Sommer. Ja, wenn es regnet, wäre es ein bisschen doof, aber. Dann suchen wir es halt irgendwo unter den Bäumen Unterschlupf. Ich überlege gerade irgendwie. Was könnten wir noch gebrauchen? Reichen dir 20 Pfeile? Eigentlich? Fürs Erste schon, ja. Du hast ja nur ein paar alte Ernen, ne? Genau, ja, ich hatte irgendwie noch. Naja, gut, ich weiß nicht, wie viel es waren. Ich glaube 4 oder 5, glaube ja. ich. Oh, das kannst du dann in Foundry nächstes Mal noch schauen. Ich würde empfehlen, alles, was ihr kaufen wollt, beziehungsweise kaufen würdet, dass ihr das separat irgendwo auf einen Zettel aufschreibt. Das mache ich ja gerade. Ich habe mir gerade einen Editor aufgemacht, also. Um zusammenzufassen, was wir kaufen wollen mit Preisen. Aber wenn man knapp bei Kasse ist, dann ist das ganze Fall schon Geld ins Gold. Holy shit. Deswegen hat das. Wäre es ja echt eine. Das rückt natürlich die Operation Weitläuferfalle in ein neues Licht. Ausrüstung, die du vom Feind nehmen kannst, ist doppelt so viel wert wie eigene. Ja. Brauchte Eldred irgendwas? Der bräuchte sein Zauberbuch wieder. Der bräuchte sein Zauberbuch. Und vielleicht. Ein Spellcasting-Fokus. Aber da muss man erst mal schauen, ob es den überhaupt gibt. Component-Pouch vielleicht. Genau, ich sag mal so: Der Component-Pouch ist zu teuer. Der kostet 25 Gold. Ich sag mal, der billigste Arkane-Fokus, das wäre ein Stab, der kostet 5 Gold. Ansonsten ein Crystal oder eine Rod oder eine Wand für 10 Gold. Aber du müsstest ja mal schauen, ob es das überhaupt im Dorf gibt. Genau. Stell auf einen anderen Blatt. Ich sag mal so: Mit unserer aktuellen Rechnung haben. Also, jetzt habe ich noch nicht die Bedrolls, habe ich noch nicht mit eingerechnet. Nur Shortbow, Pfeile, Schild, Seil, Flöte sind wir bei 39 Gold, haben noch 6 Gold übrig, wenn wir das Kurzschwert verkaufen. Dann wäre ein Spellcasting-Fokus für ihn tatsächlich, glaube ich, wirklich richtig. Ja, also wenn wir einen Staff... auf sein ganzes Arsenal. Ja. Genau, ein Staff wäre halt das Billigste mit 5 Gold. Das wäre noch drin, hätten wir sogar noch 1 Gold übrig. Ja. Also wenn es einen gibt. Was wir vielleicht noch als Alternative machen könnten für den Schlafsack, eine billige Alternative wäre Decken. Ja, tatsächlich Decken. Eine Decke kostet 5 Silber, also 2 Decken für 1 Gold. Das heißt, wir brauchen theoretisch 7 Decken, das wären dann 3,5 Gold. Theoretisch, sehe ich gerade so auf der Liste. Ich glaube, die Schleuder wird ja wohl auch nichts bringen zum Verkaufen. Nichts wert. Ja. Vor allem ist es selber gemacht, die Schleuder. Ja, vielleicht ist es so als Kunstobjekt, so Sammlerwert und so. Ich denke, wenn wir da vielleicht ein Kupferstück dafür kriegen würden. Ich glaube, damit schleudern sie dir irgendwas nach, wenn du das andrehen willst. Hier, der neueste Schrei aus Wandergast. Das Königreich, das immer mit Bostria im Streit liegt. So. Naja, den Dolch würde ich auf jeden Fall behalten für allerlei Sachen, irgendwie mal schnitzen, ja, klar. Ausweiten, da würde ich auf jeden Fall behalten. Genau.
als Messerersatz. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Den können wir nicht verkaufen. Ihr könnt ja noch mal ein bisschen in die Runde schmeißen, was so, was euch noch so in den Sinn kommt, was brauchbar oder nützlich wäre. Ja, das ist halt alles auch so ein bisschen teuer. Ja, so eine Angelroute, so Kochgeschirr, ja. Also steckst du die ganze, dein ganze Kram. Ja, Angelroute kostet ja, Kochgeschirr, habt ihr ja. Okay. Das habt ihr im Dungeon gefunden. Genau, theoretisch, was es halt geben würde, wäre eine Angelroute, die kostet aber ein Gold. Eine Fishing Tackle, das kostet ein Gold. Es gibt sehr, sehr viele nützliche Items, die aber voraussetzen, dass man ein bisschen Geld übrig hat. Ja. Wenn man sich halt entscheiden muss, ob, sag ich mal, Gegenstand, ob man halt Ausrüstung oder Waffen hat oder Rüstung, dann ist das halt, da muss man halt ein bisschen aufpacken, muss man ein bisschen gucken. Ja. Ja, ich würde tatsächlich jetzt auch erstmal den Fokus auf Waffen und Rüstung holen und dann. Das reicht ja noch nicht mal dafür. Ja. Aber sich mal wieder anständig verteidigen zu können, wäre schon ganz schön. Ja. Und wie gesagt, sind wir uns. Wir müssten uns dann überlegen, können wir uns da was ausdenken. In wie großen Gruppen sind denn die Elite-Krieger unterwegs? Also, ich denke mal, du fragst Haldin, oder? Genau, ja, ja. Also, wenn es eine große Gefahr ist, beziehungsweise, es kommt immer drauf an, also es sind meistens zwischen, da kommt drauf an, wie groß, zwischen 20 und 50. Das sind zu viele. Die kriegen wir nicht überwältigt, ja. Das sind zu viele. 20 würden wir vielleicht noch schaffen, aber 50 schon. Weil, muss man überlegen, die werden nicht eine kleine Gruppe schicken. Weil wir sind wahrscheinlich die ersten seit 100, wenn nicht tausenden von Jahren, die es aus diesem Keller rausschaffen. Mhm. Wohlgemerkt ohne Ausrüstung. Genau, das ist keine Kleinigkeit. Ich würde gerade so Iron Spikes vielleicht, um eine Falle auszulegen. Das sowieso. Und bei 20 hätte ich auch gesagt, let's go, aber. Ja, kosten 10 Stück, kosten ein Gold. Wir haben ja auch noch die Krähenfüße. Und alles. Aber 50 sind ein paar mehr, als wir haben können. Bis 20 hätte ich gesagt, wir versuchen es aber. Hm. 50 sind. Arnis, sei doch mal so gut. Und würfel mir einen Survival-Check mit Advantage. Mhm. Die Frage ist, in diesem Dorf mit der Mithral-Schmiede, sind die bewacht, ob man da sich vielleicht halt nachts reinschleichen könnte und die Sachen einfach stehlen könnte? Okay. Du bist ja mit Haldin auf Jagd gewesen. Mhm. Und hast ja jetzt auch ein bisschen anschauen können, wie die vorgehen. Und du weißt auch, dass Haldin auch zu diesen Waldläufern gehört. Er aber einer der Jüngeren, beziehungsweise einer der Jüngsten ist. Du kannst ungefähr abschätzen, wie da das Skill-Ceiling ist. Wenn du jetzt ungefähr von dir selbst ausgehst, wie du mit dem Bogen umgehst, du hast Dexterity-Bonus von 5, ne? Genau, ja. Was ist denn der Wisdom-Modifier? 2. Also er ist genau oder fast so flink und stealthy wie du. Bewegt sich aber im Wald tatsächlich noch ein bisschen selbstsicherer als du.
du schätzt ihn vor der Kampfkraft ungefähr auf deinem Niveau. Mhm. Und das ist einer von den Jüngsten. Ah. Ja, das ist schwierig. Ja, genau, das würde ich dann, ja, gebe ich da mal so weiter. Ausgeklügelten Hinterhalt mit, wo man die wirklich, wo man vielleicht sogar schon in der Initialrunde durch Fallen 5-6 Leute ausschaltet. Ja. Selbst dann haben wir noch Probleme. Genau, weil wir alle noch keine Rüstung haben, vor allem. Ja. Also meine Idee wäre halt, wie stark ist das Dorf bewacht, vor allem auch nachts, ob man sich da halt nachts reinschleichen könnte und das Zeug einfach ausräumt. Mitnimmt. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Ja, ich sag mal so, wenn da die Leute, die am besten im Schleichen sind, also ja. Jetzt, ich schau mal so auf Benjamin und den Zwerg, wenn die vielleicht nicht mitgehen und dafür die eher die heimlichen Leute hier unterwegs sind, ob man da vielleicht einfach dieses ausräumt und das, was wir brauchen. Ja, wäre eventuell auch eine Idee, stimmt. Lug und Trug. Deswegen, hallo? Ich frag Haldin, wie das Dorf bewacht ist nachts? Also du hast Patrouillen? Aber wie viele Patrouillen genau, kann ich erstens schlecht sagen, weil ich in diesem Dorf sehr selten bis jetzt war. Und die natürlich auch nicht einfach offen auf den Straßen rumtrampeln. Ja, das habe ich. Wenn man jetzt nicht den Zeitdruck hätte, dass wir da ein paar Verfolger hätten, hätte man ja mal ein, zwei Tage das ausspähen können. Aber das ist leider jetzt das Problem, dass wir da einen kleinen Zeitdruck haben. Mhm. Ich überlege gerade, was ich noch an Gear, was sich da noch lohnen könnte. Halt ihn, geht mal zu Aramis rüber. Also, wir hätten vielleicht noch eine Möglichkeit, wie wir ein bisschen Geld machen könnten. Es ist zwar nicht viel, aber wir könnten uns vielleicht jetzt ein, zwei Stunden jetzt mal in der Gegend umsehen. Vielleicht finden wir ja pflanzenmäßig oder Heilkräuter oder seltene Pflanzen, die wir irgendwie loswerden können. Ah ja, das wäre sicher eine Idee, ja. Also, ich sag mal so, ja, ich glaube, das Mindeste, was so ein Alberich bräuchte, wäre wahrscheinlich ein Chainmail oder sowas, richtig? Würde auf jeden Fall helfen. Halt Arme. Also, aber eigentlich ist der Schild noch wichtiger. Schild kriegen wir gekauft. Also, Aranis, dann darfst mir jetzt du mal sagen, wie lange du und Haldin unterwegs sein sollen. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Es ist frühmorgens, es geht frühmorgens. Wirklich bloß darum. Also wir sind nicht zum Dorf losgegangen. Ja doch, ja, also ihr seid schon und ja, aber die Unterhaltung, die war. Naja, so keine Ahnung, bis mittags haben wir 3 Stunden. Ich sag's bloß, das sind 3 Stunden, die ihr danach stehen bleibt, ne? Ja. Gut. Ja. Wenn die beiden weg sind. Also, willst du 3 Stunden, Moment. Du willst jetzt 3 Stunden Zoom. Genau. 3 Stunden aufwenden und Zoom. Okay, dann darfst du jetzt mal pro Stunde einen, Nature-Check geben. Mhm. Und Haldin macht es auch. Mhm. Während die beiden weg sind, würde ich mir Narapir und Benjamin tatsächlich nochmal zur Seite nehmen. Mein Problem. Wir sind abgeschnitten von dem Nachschub tief im Peinis. Das war nix. Also ich hätte 11, 10 und 7. Plus nochmal 3 jeweils drauf. Wegen links. Also 14, 13 und 10. Also du kannst insgesamt so 3 Büscheln mit Heilkräutern zusammen sammeln. Zu zweit in diesen 3 Stunden. Mhm. Und ihr bekommt, ihr könnt, oder ihr schätzt, dass ihr die 3 Bündel für jeweils 2 Gold verkauft könnt. Also hätten wir nochmal 6 Gold extra. Mhm. Aber während die unterwegs sind, würde Benjamin eventuell vielleicht mal die 3 Stunden nutzen, um zu schauen, ob er irgendwie Steine findet, aus denen er irgendwie durch einfaches Gegeneinanderschlagen irgendwas basteln könnte, was man vielleicht noch als
Kunsthandwerk oder sowas verkaufen könnte. Okay, dann darfst du mir einmal... Mir werden jetzt noch 12 Gold übrig. Dann, also Steine findest auf jeden Fall. Jetzt muss man mal einen Dexterity-Check, 3 Dexterity-Checks mit Disadvantage. Weil du halt wirklich nichts aus dem Stein kannst. Und du findest einen Feuerstein, dann gib mir den. Dann haben wir wenigstens einen Feuerstein. Ein Stück Stahl finde ich auch. Ein Stück Stahl habe ich sogar. Okay, also wir dürfen einfach mal mit Geschicklichkeit und meiner Steinmetz Proficiency. Ja. Und schau, was bei rumkommt. Mhm. Aber exakt. Also der erste ist eine natürliche 20 und eine 14 plus 8. Also das ist der erste Wurf. Ja, das war dann eine 22 für den ersten Wurf. Mhm. Das ist eine 17 und eine natürliche 20, also eine 17 plus 8, 25 für den zweiten Wurf. Mhm. Gelobt sei die Feuerrune. Mhm. Und der dritte Wurf ist eine 4 und eine 4, also 12. Okay, also es ist jetzt echt kein großes Kunstwerk, muss man mal sagen. Also Feinheit sucht man bei dem Stück vergebens. Aber wenn du überzeugend bist, kriegst vielleicht 5 Silber. Dann musst du aber schon wirklich lügen und dass sie den Balken biegen. Also Aranis und Haldien. Habe ich irgendwelche besonderen Steine dabei gefunden für Alberich? Ich würde mal sagen, also du hast tatsächlich einen Stein gefunden. Einmal Flint. Dann gebe ich das Alberich und steckt mein Kunstwerk ein für später. Mhm, okay. Beschreib doch mal, was du darstellen wolltest. Naja, ich habe irgendwie versucht, irgendwie so ein kleines Bild. Ich habe mir irgendwie so einen flachen Stein gesucht und da irgendein Bild rein geschnitzt. Mhm, okay. Mit irgendeinem anderen Stein, das ein bisschen scharf und härter war. Okay. Du könntest es vielleicht so als Erkennungsmerkmal dann bei der ausgeräuberten Schatzkammer zurücklassen. Der Kunstwerksdieb schlägt wieder zu. Genau. Die Kunstbanausen. Die feuchten Banditen. Mhm. Wir sind bekannt als die Kunstbanausen. Okay, was kostet nochmal einen Langbogen? Der kostet 40. 50. Aber okay. Blick auf die Zeit, wollen wir dann an der Stelle Schluss machen und ihr überlegt euch bis zum nächsten Mal, was ihr einkauft. Ja, und dann könnt ihr nächstes Mal mit Foundry, wenn das Ganze wieder funktioniert, auch noch schauen, was ihr an Möglichkeiten habt, vielleicht Zeug loszuwerden. Jo. Mhm. Ja, schauen wir mal, ne? Wird schon werden. Theoretisch, wenn wir nämlich noch 13 Gold zusammenkratzen könnten, dann könnten wir sogar einen Langbogen holen. Ja, gutes Klingen, ne? Ja, aber ich glaube, da ist jetzt der Unterschied jetzt wirklich nicht so groß, aber ein Kurzbogen ist halt schon mal eine deutliche Verbesserung gegenüber der Schleuder, was das angeht. Also das wäre halt schon mal okay und dann Langbogen wäre halt noch... es ist ein Unterschied 1d6 zu 1d8, das macht das Kraut nicht fett. Ne? Ja, eben. Ja, was das Kraut fett macht, ist die Reichweite. Genau, das ist halt... Bei vorhanden der Shotbow Reichweite. Ja, im Wald ist das wahrscheinlich weniger ein Problem. Richtig. Mhm. Ja, Shortbow 80-320, Longbow hat 150-600. Ja, und 320 Fuß ist voll. Teilt ist geteilt durch 5, dann weißt du, wie viel Kästchen das Ganze wird. Ja. Und ich meine, ihr seid in einem Wald. Da schießt ihr über, sagen wir mal, 20 Meter irgendwann in einem Wald. Mhm. Ja, ich glaube, der Kurzbogen reicht fürs erste Mal. Gut, aber dann machen wir tatsächlich hier an dieser Stelle Schluss. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.